Servus zusammen. Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Hi. Servus. Ja, ich muss gar nichts sagen. Wir sind im letzten Part von Gaia. Wie ihr bei Jan schon gehört habt, wir sind alle am Start. Wir sind durch die ersten drei Top 4 durchgerasselt. Jetzt kommt noch der letzte plus der Champ. Und ja. Warte, ich bin der Flobi und ich bin auch dabei. Bin ja nicht genau dabei. Team hat sich nicht geändert. Ich bin etwas nervös. Ah, ich bin auch dabei. Ich bin der bereut, Mega Tage zu Ich nicht, ich finde klasse. Wir hatten schon ein bisschen Altaria-Abuse, wenn ihr den letzten Part geschaut habt. Das heißt, ich. Aber jetzt kommt mal jemand anders zum Einsatz. Deshalb gehen wir einfach rein. I'm Kara of the Elite Four, and you better not forget it. The others in the Elite Four tease me for being young. And the newspapers claim I got this post because of my family. How many times will I have to prove I'm tough enough on my own? Okay, die ist doch Kampf. I broke the all wrong, mit Sicherheit. Ja, kann auch gestalten sein. And you will be a witness to my... Also ich glaube auch, dass Kampf ist. Ja, die ist Kampf. Das Bright sagt schon. Oh ja, die will ich niederringen. Oh nein! Und auch Yoga Pants hat sie an dafür. Oh ja. Oh nein, Kara. Booty check. Oh, der Regenerator. Wie war das? Bandit High Jump Kick, Rainer? Ja, egal. Hat der Knuddel? Ja, Play Rough, let's go. Erstmal schön missen. Man kennt ihn. Oh mein Gott, ich hab da so cringe. Oh, ja, toll. Ja, geht so direkt wie im letzten Part. Der cringe. Oh nein, nicht. Der meditiert eine Runde. Egal, der kippt um. Der meditiert vielleicht drüber, wie er umfliegt. Der erste Einsatz von Asu. Der ist erst dir mal umgefallen. Asu ist gut. Was habt ihr gedacht? Das ist gut, der Ü-Ei. Warte mal, hat die Mega Lucario oder was? Ja, oh möglich. Gott, bitte nicht. Reicht doch Medicham. Oh Gott. Ich weiß aber nicht, ob irgendwas. Oh nein, das ist schon. Oh nein, nicht der Loser. Das ist ein Loser. Den hab ich gefangen. Ja, weg. Weg mit dir. Hä? Hauptsache überall Setup, was ist das? Der geht für den Playrub mit. Ja, also ich glaube, der härteste war der erste, den wir gemacht haben. Halt wirklich und dann halt das fucking Landturm. Anton, das ist ein Playboy. Den kann man, wenn du so vergleichbar sonst im Team hattest. Ja, okay, es ist nicht mega Medicham. Okay, so. Ich glaube, es ist Lucario. Was kann der T-Punch? T-Punch in Kombination T-Punch mit Mentalkraft. Killt der mich? Nein, Reiner. Find das heraus. Nee, Reiner. Du bist weg. Ja, da keine EVs. Nein. Aber wir haben mehr Angulos. Angulos. Angulos ist der nicht Item verpennt. Ach, ein Schuss. Oh nein. Teil der Citrus Berry auf Tangulos. Ja, der war ein Psycho-Card Loser. Lynch. Psycho-Card verkauft Lynch. Nein, mein Leute. Hat Psycho-Card. Echt? Ja. Das war sein Headband. Oder sein Buttons. Der letzte Part. Haben wir hier ein Antimate. Nämlich Logan. Der geht auf die Princess und die Princess. Boah, die geile. Hey, ich mal Flavor. Oh nein, der ist schneller. Oh nein, nicht der Flinch. Das kann auch nicht flinchen. Ganz verwirrt. Das kann verwirrt, da war was. Na, der konnte den Renegade platten und konnte es, glaube ich, flinchen. Ja, das kann immer flinchen. Ah, so du ein geiler Mann. Wirklich. Okay, ja, jetzt Mega. Mega. Was hast du für ein Mega? Reine Gockel. Was ist der? Ach, Logo, könnt ihr auch haben. Oh nein. Ja, aber das ist beste Switch. Gib mir den Gockel, um den Gockel zu kämpfen. Gockel. Ah nein. Wer ist EQ? Oder Bone Club? Ja, ist EQ, Alter. Shadow Ball. Gegen Asu? Wie wär's mit dem Flablitz? Flablitz oder EQ? Ja, EQ schon. Power. Nix Superpower. Aber nicht Flablitz. Flablitz. Nein. Die Drops haben. Ja, der schneller wahrscheinlich sogar. Nein, ist er nicht. Man weiß nie. Ene mene mischte. SB! Rainer! SB! Mach Flerblitz, dann ist er halt fast tot. Ja, aber komm, Rainer, komm! Einfach Rainer. Nee. Ja, komm, so Flerblitz. Ja, nee, wenn ich Flerblitz gedrückt habe, wäre jetzt wahrscheinlich weg.
Ja, deswegen. Ja, potenziell. Ja, ne? Aber nur Risk the Fun. Ja, der ist auf jeden Fall weg. Der Gockel. Der Gockel. Und der wurde gehatet am Anfang. Gockelhahn. Er tankt auch nix. So, was kommt jetzt noch? Ja, jetzt kommt wahrscheinlich dein eigener Bock. Zwei Level. Dein eigener Chicken. Oh. Chicken. Ja, oh nein, oh nein. Ja, was ist da mit der Blazing-Kiss-Mitchen? Von den Außen noch? Galtaria. Galtaria eigentlich. Kriegt er jetzt von dem Flareblitz nicht auch übel aufs Maul? Okay, er drückt halt kein Flareblitz. Nee. Wenn, dann drückt er erst SD und dann kriegt er vom Flareblitz aufs Maul. Cool. Ja. Jetzt kommt das Fuse. Sollte jetzt nicht irgendwie sterben. Oh, what the fuck ist das für ein Sprite? Wie sah denn aus? Ändert er sein Typing? Er ist wirklich nötig. Irgendwer hat sein Knie gebrochen. Erstmal Kniescheibe durch. Ja, gut. Ja, easy. Ja, macht nix. Easy. Das macht einen guten Schaden für mich. Naja. Speed Boost. Oh, Speed Boost. Speed Boost. Nicht so wie unser Loser. Ja, wirklich. Ja, EQ. Earthquake rein. Ja. Ich hab den Mega-Knopf gefunden. Oh, mächtig. Ja. Ist das dieser Knopf? Nein. Nein. Aber ich hab echt einfach nur über meine Tasse gedrückt, bis ich gesehen hab, dass es blinkt. Erstmal Dragon Dance. Du hättest mich auch fragen können. Oh, ja, oh nein! Mächtig. Schade, Blazing, du hast es probiert. Ja gut, aber der wäre ja auch resistant gewesen. Du bist nicht der echte Goffel. Ja, klar. Also ein Crit hat dich gekillt. Nee, nie im Leben. Schau dir schon meine Flareblitz Damage an. Das ist dann verdoppelt, plus dann mehr Base Power. Ja. Ja, aber wird ja trotzdem resistant. Warte, waren Crits hier auch wieder doppelt? Flareblitz war auch resistant. Ja, sind die Crits auch wieder mal 2? Ja, sollten sie sein. Ja, ich lese das jetzt nicht mehr vor, das ist einfach nur peinlich. Gib Tangulos noch die Citrus Berry. Ja. Ach, Citrus Micros. Diese Citrus Berry ist nicht in dem Bereich. Bärenbeutel. Haben wir noch den Kingstein? Den irgendwer der Kingstein? Ach, der. Nein. Ach, ihr Langweiler. 31. Wo habt ihr die ganzen Leben? Wir usen. Komm, da hast du deine kleinen Tränke, Jan. Woher kommen die Citrus Berries eigentlich? Aus der Stadt, wo das Shiny Peepy war. Ah, okay. Das sind auch die Lumberries, ja. Ich hab gehört, Lumberries für den Win. Also ich bin ehrlich, ich würde beim Champion-Kampf einmal mit Rhyperonid und Rocks legen. Ja, ist okay. Ich glaube dafür. Jetzt hat ein Gamble mit was da liegen soll. Naja, schau mal, ich glaube, das ist Rhyperia am besten aufgestellt. Schau mal nochmal, dass du Return auffüllst. Ja, Return habe ich ja aufgefüllt nach dem Unlichttyp. Wie viel haben wir denn? Wahrscheinlich noch 16 Stück oder so. 19 sogar. Ja, ich füll mal die Tür auf. Warte, warum haben wir nur 5 EQs? Ich würde aber den EQ benutzt haben. Den EQ sollten wir das schon. Das macht keinen Sinn. Haben wir sonst noch irgendeinen Move? Wollen wir auch. Ne, Superpower ich haben glaub, wir auch. Ich glaube, Player-Ups sollten wir mal auffüllen. Ja, Player. Ja. Superpower haben wir zweimal. Superpower haben wir noch viermal insgesamt, weil Schmucks einmal aufgewertet hat. Wie sieht's bei dem aus? Der hat noch genug. Der hat auch noch genug, ja. Ich glaube, sein ja. Das noch auffüllen sollten, wäre Playruff. Ja, Playruff von Asu. Ich habe halt nur noch Max Elixir, das hätten wir eigentlich auf Altaria benutzen können. Anstatt auf Asu, aber. Scheiß drauf. Könnte es verschwenderisch sein. Ist der letzte Part. So, mach jetzt noch den Fels nach vorne. Was für ein Fels? Achso. Das ist mal mit dem wir liegen wollten. Bockel. Den Bockel. Bockel und nicht Gockel. Bockel. Bockel. Ja, der hat einen richtigen Buckel. Oh nein. Das war das jetzt nicht ins Licht. Wo geht da jetzt was Licht auf? Du musst auf den. In der Mitte. Achso, ich bin der Liedpunkt da. Herrschen. Oh lol! Oh shit! Ah! Right on time, Bobby! Komm, let's skip the... Pleasantries. We both know each other.
all that matters in this battle. Give me all you've got. I will not hold back. Okay, ich glaube, das wird im Problem. Oh, ja, die gute Musik. Das wäre wirklich nicht, das wäre schön. Der Liga leider. Hey, ist das der Sprite von dem Drachentyp aus dem Film? Nice Hand. Ja, wirklich auch, würde ich sagen. Ja, Hochbeat! Oh nein, Hochbeat! Mein Lord! Okay. Ja, Ruxling, oder Jungs? Hochbeat! Zum Glück, wir haben Bocke geliehen. Züngler! Nee, Tagulus, oder? Der kann auch Eis haben. Ne? Der kann auch Fontaine haben. Warte mal, so. Wenn der jetzt Fontaine spammt. Wenn der. Ja, dann haben wir es allgemein schwierig, aber. Naja, Züngler lebt es wegen der Idee. Ja, klar. Züngler denkt es besser weg als. Merke, glaube ich. Was ist, wenn der Scarf von Tränen ist? Wir gehen in Asu. Wenn der Scarf von Tränen ist, haben wir ein Problem, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, auch gut. Ja, gehen wir in Asu, glaube ich. Aber kann Asu dem irgendwas? Playrough. Haut ihn um. Ja, okay, Asu kommt. Dick oder nicht? Der hat viel KP, aber der hat keine Death. Der hat Kraft gelassen mit der Scheiße. Gucken wir mal, was passiert. Schauen wir mal. Ja, es ist von Tränen gewesen. Es ist. Respekt von Drehen. Ja, okay. Das war als easy. Gut, Flare Up rein da. Ja, es ist klar. Aber es scheint Scarf zu sein. Ja, also ist auch nicht der schnellste Mod. Ja, warum sollte nochmal von Drehen gehen, ist die Sache. Ja, Weilon hat 40 Base Speed. Nein, 40. Kill! Ja, geil, geil, locker. Ja, wohl dreimal. So. Was macht Asu dem eigentlich? Oh nö, der hat ausgemacht. Nein, Merkel! Ja gut. Peter Fowler Center. Züngler hätte ich gesagt. Ja, Züngler, Playthrower. Am ehesten, ja. Ich denk sofort an Knock-Off, ne? Ey, der setzt gleich an Siegkraft ein und kriegt viele Boosts, nee. Ich sag's schon. Das macht nix. Die AV auf dem ist echt Gold wert. Ja. Das killt doch, oder? Ich glaub, der lebt. Oh ja, der hat selber den AV. Ich glaub, der hat auch eine AV. Ja, der hat einen Spinneptagolos, Alter. Was macht das für ein Tempel? Also, ich geh mal auf den. Ich glaub, der beste Play ist doch jetzt zu U-Turnen in Altaria, oder? Ich hätte eher gesagt, U-Turn in Blaziken. Ja, oder das? Auf jeden Fall U-Turn. Ja, so muss gegen Altaria will ich auch noch voll behalten, weil das ist ein Check ist gegen gefühlt alles. Der heilt sich sonst ganz gegen. Kommt drauf an, was er für Mega hat, ne? Ja. Also ich weiß, welches Mega der hat. Okay. Oh, ich glaube ich auch. Suicune. Ah ja, Mega Suicune. Mega Sumpex. Ich glaube, gibt es nicht. Oh, das wäre wild, wenn er Mega Sumpex hat. Mega. Das Universe? Das ja, jetzt muss ich halt Flairblitz drücken. Ja, Flairblitz. Ja, Flairblitz reicht aber auch an der Stelle. Und du kriegst ja, so, auch nicht so viel Recoil kriegen. Ja. Jetzt so 40 KP. So, Jogi. Ist okay. Ja. Das ist fein. Der jetzt Speedboost hätte, oh, wäre das wild. Der ist fein. Ja, mit Speedboost wäre so viel besser. Ui. Oh nein, Memo. Gucken wir unsere Memo-Antworten. Ich glaube, du musst fast drin bleiben. Ich wollte es gerade sagen, ich habe nicht die Option rauszuwechseln. Ja, drin bleiben, super Power. Ja, oder in. Nein, du musst Superpower kriegen, weil der Züngler. Züngler? Nein. Hat nicht Züngler, nee, der hat der Silber, aber trotzdem. Der ja, aber der macht Kill. Ja, wir haben Grass noch. Superpower nicht einfach? Ja, ich will auch für Superpower. Ja, ich will auch für Superpower gehen. Boah. Ja, das doch. Der drückt doch nie den Ice Move. Ja, aber wenn der jetzt schneller ist, dann. Also, ja. Wir hatten vorhin einen Confused Ray. Mit Gockel können wir schneller sein. Wenn wir jetzt in Zunge rausgehen, dann fangen sie Ikea, aber der ist doch dann schneller mit, und kannst beim Eis nicht flippen. Ja. Das macht doch keinen Sinn. Ja, vor allem Zunge will ich noch lieber. Ja, ist schon schneller. Beide haben Base schneller Beast sein. Und ein Drück Superpower. Ja, der killt Superpower. Ihn doch, oder nicht? Ja, wenn es nicht killt, den Slowbock halt tot, dann ist halt so. Ja, ja, aber der hat vorhin Pharaoh gekillt, als ob das Memo nicht tötet. Jetzt hat er eine Toppelberry. Jetzt hat er den Fashion, Alter. Wie war er ihn? Ja. Und dann liegt der Rocks, Alter. Oh nein. Ja, sie ist alles gut. Stell euch aber auch an. Doch, ist ja, ich sag doch die ganze Zeit durch Superpower. Ja. Hey, yo. Einfach rein. Hey, yo. Ich wollte es spannend machen. Wir haben es schon in der Top 4 nicht. Oh, mega. Player, Blitz. Züngler.
Ja, der kippt doch vom Flareblitz einfach um, oder? Achso, ich bin minus 1. Wie kippt um vor dem Luftschnitt? Wir sind auf minus 1. Das hört nicht mehr. Minus 1 sollte den auch killen. Nee, gegen Züngler. Hat er ja Megas, glaube ich. Züngler? Ja, was will er gegen Züngler? Der Altaria. Naja, der ist schon auf Hälfte, ne? Also, ich glaube, Züngler tankt auch nicht zweimal mit Speed. Nee, glaube ich auch nicht. Mit Rocks nix. Nee, kann er nicht einfach in Bockel gehen? Ja? Der hat Giga Drain potenziell. Achso, ja. Ja, dann gehen wir mal nach Pizza Paula. Ja, dann gehen wir Pizza Paula. Langweilig. Und jetzt kühlt sie wieder. Aber vergesst nicht, die Megaknopf zu drücken. Dankeschön. Harry, ich hör Ballatin um. Das Einzige, was er jetzt machen kann, ist halt Antikraft drücken. Oh, ja, aber wir sind ja kein Flugtyp mehr. Oder was? Wir sind ja jetzt kein Flugtyp mehr. Naja, deswegen ja. Ja, Agent Power. Schnauze, wir haben nur Anti-Mail. Aber wie war das Schnauze, aber bei mir im Part nicht. Die hätte ich das ja auch gegönnt. Tode. Okay, er tankt. Ich glaube, ich hust jetzt einmal. Ja. Das Ding ist. Ja, Bruce, einmal. Ja, du kriegst jetzt noch einmal. Oh, okay, ja, mal hier. Gelesen. Predicted. Ja, alles gelesen. Yeah, I've wrote. Gibt keine Speerwürfe bei mir, nicht in der Techlock. Nee, war ja mega, aber. Weil du auch gerade von 5 von 4 Seiten zugeschallert wirst. Mensch! Mensch! Oh. Das war ein Missklick und drücke Q. Ach, Opa, aus Versehen! Der Gockel! Ja, ja, hallo! So, was kommt jetzt noch? Ja, das ist eine mega. Ja, das ist ja nicht erst Level 60. Nicht. 60, oh Gott. Kennt der mich? Wahrscheinlich einfach in Zapplerang gehen und U-Turn. Ja. Ja, aber der Zapplerang ist doch langsam. Ja, deswegen ja. Ja, aber der tankt keine 2 Hits. Doch. Haben wir eine bessere Option? Nein. Drin bleiben. Es so, drücken. Der kann Deathling haben. Wie die drücken. Ah, ne, ich bin Deathling verdammt. Ja, geh auf Züngler. Nur verteilt Züngler einmal. Eben. Ja. Wir haben einen relativ frei. Da kommt die Screens auf. Ja gut, jetzt U-Turn. Ja. Let's go to Reflex. Oh. Psychic Crit. Was macht der nix? Sag ich doch. Da müssen sie doch sterben, oder? Ja. Doch. Ja gut. Ja. Schau mal. Was war das Dorn, wo wir Züngler drin gelassen haben? So, was hat er für Mega? Tangulus hat deutlich mehr Damage gemacht als die Psychic von der LKZM. Also wir müssen jetzt noch einmal Bockel sehen. Ja, wir müssen einfach in Bockel rein. Bockel. Ja, er hat dann irgend so ein Mega, wo den direkt umboxt und dann tot. Mega, also, ich sag dir eins, wir haben schon Wasser-Pokémon und schon Pflanzen-Pokémon. Denk mal nach. Bockel. Ja, Feuer. Es geht Bockel. Ja, weil was ist denn Mega hat der? Was ist denn noch ein richtig krasses Mega, was du noch nicht gesehen hast? In den ganzen ich weiß, was er hat. Ja, das ist ein Megamens. Jetzt geht doch in Bockel. Was ist ja, das? Ja, okay. Mens. Mega Elements. Ja, den Bockel weiter. Nicht schon wieder der. Nicht schon wieder der. Deswegen habe ich ja gesagt, Frogs Ding am Anfang. Blöd, dass da Weinot im Weg stand. Da war was Dickes. So, ich hab direkt an Gurgel gedacht, ich hab mir so, hör, aber es ist nicht Charizard. Ja gut. Ach du Scheiße. Ja, Rock lässt weiter. Ja, jetzt mal Late Game Rocks legen. Ja, ja bestimmt. Ja, ich hab schon mal gegen Megamans gekämpft. Der hat bestimmt diesen komischen Drachen. Oh. Das macht aber nichts. Das macht nicht mal 50. Defensiv mit Zollet. Ich lach da drüber. Ui. Aha. Jawohl, er hittet. Was ein Loser. Oh Gott. Das macht aber viel Damage. Ja, wir sind auf minus 1. Holz. Normal. Bockel. Ja, wir haben noch ein Highlight-Item. Wie wär's mit Rock Slash? Die Leftovers, ja. Easy. Einfach also, nochmal also, Rock Slash. Ich greif jetzt an und geh auf 4 Hits. Ja, easy. Ja, und mit einer Feuer von Red Cole. Wie wär's mit Rock Sling noch?
Können wir mal darüber reden, dass Mega Settlements endlich mal Arme hat? Beine, besser gesagt, und die nicht in diesem kleinen Jet da drin sind. Ja. Name und Beine. Bye. Noch ein Hit! Noch ein Hit! Ihr habt den Crit gecallt. Ich hab eigentlich auf 4 Hits gegambelt, aber ein Crit ist auch okay. Ich wollte nur erwähnen, es gibt 2 Leute, die haben keinen Tod. Speechless. Bravo, Bobby. Bobby. It's my pleasure to crown you the Orbtus Pokémon League Champion. It is about time I passed the reins onto somebody younger. Your passionate bond with your Pokémon is a rare quality and has rewarded you bountifully. There's one final reward to reap. Please follow me. Es sei denn, das erste Mal ist, dass man weiß, in welcher Region man ist. Ja. Ja, ja, ich muss es erstmal. Welcome to the Orbtus Hall of Fame. Ah, jetzt Pokémon weiß ich, League Champions dating back years have their achievements. Recognized here. It's my honor to induct you amongst a pattern of great trainers. Morgas. Congratulations, Bobby. You and your Pokémon are Hall of Famers. Nein, er ist famous. Der sieht die schon nächste Woche im Grab. Alter, die jetzt abschalten! Der Junge, die richtig ab! Wackel unter Familien! So wie ihr uns der Haus habt das! Und ja, Und Gocke! Was ist da passiert? Ich würde sagen, schwieriges Team. Die gute Rocksprecher. Haben die keine Sprites oder was? Nicht in der Jüngsten. Ich glaube, die haben im richtigen die Sprites von denen überschrieben mit den Mods. Aber vergesst in der League umzubearbeiten. Leute, das ist die gute Rocksprecher. Also ich wollte mal erwähnen, wir haben die Liga mit eigentlich nur 3 Mons gemacht. Ja. Mega basically, wir hätten nur Altaria gebraucht, wenn wir Solo durchgegangen. Ja. Actually. Das ist halt krass. Junge, nächstes Mal ist krass Mega und wir nehmen nur eins mit. Ja, gut. Wisst ihr, was wir jetzt noch machen können? Wir werden jetzt Credits wahrscheinlich rauscutten und dann nochmal auf die Box eingehen, oder? Oh ja. Ja, können wir. Können wir gerne machen. Ja gut, können wir auch machen. Bevor es dann passiert. Gehen wir hier einfach mal weiter. Speed! Wer ist er denn? Credit das erste Mario. Mal, dass ich die Liga von außen sehe. Ich auch. Was ist jetzt? Credits? Naja, wir sehen uns dramatisch im See uns selbst an. Ja. Und blicken jetzt nochmal auf die Pokémon-Liga zurück. Alter, haben wir auch hab gerade gedacht, eine Brille, wie es aussieht. True. Oh, er lacht sich ins Fäustchen, dass das alles solche Loser waren. Ja, echt so. Keiner hat mega Atari. Keiner hat einen Mega-Ataria-Check. Alter, Rot auf einmal auch mit dabei. Alter, wild. Ja gut, in dem Fall lassen wir den ganzen Bums da jetzt laufen und dann sehen wir uns wieder, wenn das alles vorbei ist. Nein. Wird das schon gecuttet? Fiasko. Du kannst einfach wegkarten und du speedest jetzt durch. Ja. Wie speedet man? Leertaste. Oh, halt, es wurde aber schnell. Junge, so sollten die Reddits normal ablaufen. Oh shit. You say hey, Junge. Also ich glaube, ich kann hier doch nicht. Ich hab Lust, das drin zu lassen. Ja gut, ne? Er läuft über die Brücke. Oh, Rot war bei Leck. Hat nicht Leck, der gibt. Oh nein. Schwierig. Kannst du unter Wasser laufen? Es gibt so viele Dankeschöns. Ich hab gehört, wir machen nochmal einen schönen Stream über. Bisschen Spielhalle? Nein. Ich war nicht einmal in der Spielhalle. Bisschen Slots? Ich habe noch 100 Münzen irgendwo gefunden. So, ich habe mir die Haare erspielt. Jetzt schwarz. Ende. Das Schlurfen hat genau gepasst, als da der End kam. Oh ja. Yeah. Dann können wir nochmal festhalten. Flobby hat am meisten Tode! Haha! Ich kann alle Tode begründen hier. Nein, kannst du nicht. Doch, kannst du nicht. Du kannst Flipper Maxi nicht begründen. Doch, die kann ich begründen. Nein. Bobby. Da kommst du nicht raus.
Redwood. What's poppin? What's poppin, boys? Oh nein! Weißt du, wenn alte Leute... 15 Cent. Warte, da will ich dir vorlesen. What's poppin, boys? What's with the face? Yeah, like torches now. Okay, I'm still dreaming. I'm a void of a higher being. Oh nein, das reibt sich auch nicht. Ja. Anyway, you know, this is like the end of version 3.0, right? So, you can go back to the 10 million rock climb parts you missed of High to Battle Marsh. But other than that, it's gonna be another 4-year gap before before Spherical Eyes finished the postgame for Gaia. Charles, cuts. Got it. In the meantime, thanks for playing. Peace out. Kannst du dann noch einen geilen Beat unterlegen in der... wenn du es cuttest? Junge, da riecht's. Ja, ich versuch's. Bunny Boy. Haben wir einen Flying Mon dabei? Denjamin. Wir können Denjamin wiederholen. Ja. Wenn du fliegen willst. Junge, du kannst auch von der Kippe runter fliegen. Oh ja, den sogenannten... Da ist doch kein Pokémon Center, oder? Ja, wir sind in der Heimatstadt, glaube ich. Der muss einmal links rüberlaufen. Ja. Da, in dem Haus gab's übrigens eine normale Angel, die ich noch geholt habe gestern. Hätte schon da drin gelesen sein. Ja, Fuchs, entscheide dich für die Richtung. Ich glaube gar nicht in die falsche Richtung. Links oder rechts? Lauf links! Ich weiß, aber runter, dann aber rechts und nochmal wieder zurück. Noch in die Stadt, ich weiß, dass du es magst, einen halben Part in die andere Richtung zu laufen, aber lauf links! Wollen wir nicht einfach Altaria kurz fliegen beibringen? Nein! Nein! Das ist doch ein schönes Set vom Ballon. Da hoch, da war ein kurzes Sparrowfeld. Und jetzt kommt das so ein bisschen runter, wenn du einen einzigen Ballon hast. Ja, reicht doch. Ja, 200 ja. Steps. Schau mal, ich hab perfekt eingekauft. Wohin jetzt? Nach unten. Und da. Und dann links. Du kannst aber wieder rechts runterspringen, wenn du willst. Da oben habe ich Flipper gefangen. Was für Loser. Jetzt hat dir den Kill-Rekord gebracht. Den Kill-Rekord. So, jetzt sehe ich auch mal noch die Todesbox. Also seit wann haben wir denn den? Wir dippen zuerst in die Todesbox rein, oder? Ja. Ab in die Toilette. Warum ja, sind da Mons? Ab in die Toilette. Die ich noch nie gesehen habe. Ja, das ist ein paar ihre Quarter. Junge. Okay. Na, du? Schade, dass wir Batman nicht mitgenommen haben. Wie wär's denn erstmal? Geh mal erstmal in die Todesbox rein. Dann können wir nochmal über die Mons. Ninja Kraut. Schwieriger Name an der Stelle. Geh mal bitte in die Todesbox rein. Da können wir dann nach die Box rein. Warum war Lindhahn draußen? Mann. Hey, warte mal, wo ist Porygon Z? Da. Wer hat Flug verrecken lassen? Also, ich würde da gerne erstmal ganz kurz zu ausholen. Mega Gengar ist reingekommen. Ich greife dir mit Crunch an, dabei denkt sich Krug, haha, ich greife mich einfach selbst mit Crunch an und critte mich. Was ein Loser. Und dann hat er mir ein Dazzling ins Gesicht gedrückt, nachdem er mich getoxt hat. Lass mal von vorne anfangen, bevor wir... Also mir ist das selbe passiert und Krug hat überlebt. Hast du dich auch gecrittet? Also Leute, fangen wir doch mal an mit Lombrero. Hätte ich mir ja sogar noch was leisten können in der Liga, wenn ich gewusst hätte. Ich bin doch wie so ein Loser. Also, wer hat denn Benny auf dem Gewissen? Ich, also. Der erste Tod. Hast du ein paar Worte dazu? Er ist ein Loser. Alter, nee, ich kann nicht sagen, Alter. Wenn man den Kopf ist vom Gucken und bei 70% Leben nicht checkt, dann hat man sich alles verdient, die Toilette runtergespült zu werden. Die Frage ist, wer... Checkerein wurde halt einfach rausgepackt, oder? Ja, Checkerein wurde für den Idioten rausgepackt. Ja, weil ich das Team für die Feuerarena vorbereitet habe. Ja, schön. Aber ich hatte die Feuerarena dann noch nicht. Ja, selber schuld. Ganz schwierig. Niemand hätte sich daran gehindert, das in ihn wieder reinzuholen. Ja, ich habe aktiv dafür entschieden, den mitzunehmen. Aber ich habe mich aktiv dafür entschieden, den zu leveln, weil alles nur voller Gesteins-Pokémon war. Ah ja, gehen wir mal zum nächsten, weil gefühlt ein gewisser Herr hat im Early 1 unserer besten Mons gekillt. Das ja, Ding Alter, ist, Junge. Fuchs hat mich da rausgelassen. Und das ist ja auch alles fein. Ich dachte mir, ha, gehst mal in den Kampf rein, da ist ein Barschub. Ja, und wenn der mir erst einen Deathdrop reindrückt und mir dann einen Aquatel in die Fresse haut und er mich killt, dann ist Sparky einfach ein Loser. Also for real. Der hat einen Betrug rausgehauen davor. Aber nicht auf das Barschub.
Dann kann man kein Auge auf Sparky machen. Nee, doch. Nee. Sparky schon Loser. Nee. Wir stellen fest, die Mons sind primär Loser. Benny ist kein Loser. Der hätte groß werden können. Ah, nee. Aber was, dann sag doch mal früh, was hast du denn zum nächsten zu sagen zu Max? Ja gut. Also, mir ist dann ja das Luxio weggestorben. Und ich dachte mir, ja komm Flipper, den mag eh keine Sau, den nimmst du mit ins Team. Ja, aber ja, YOLO, gehst halt ohne Leveln rein. Die Mons waren halt auf Level 30, die beiden waren auf 25 und noch irgendwas. Kann ja keiner mit ahnen, dass auf einmal so ein Balgoras ankommt und mich wegballert. Also ich möchte sagen, wenn du einen Schalke rein rauspackst, du die beiden Mons, dann ist es schon selber schuld. Aber er hat akzeptiert, dass der Pflanzenstarter ein Loser ist, von dem her kann man ihm halt kein Auge hinterwerfen. Ja, weil die ihm zum VMX-Sklaven entwickelt haben. Ja, der hat's nicht anders verdient, ist der schlechteste Starter. Alter Schwede, ja, nein! Fluch, Leafs und Earthquake! Ach, und Whatever, Alter, der geht durch Arenen! Ich bin dafür, dass Jan das nächste Mal anfängt und dann zeigt los. Hä, ja, mit dem Drive-Spiel nehme ich in die wieder, auf könnt ihr euch verlassen. Hi. Ja, bäh. Wie gesagt. Also Flipper ist sowieso ein Loser, über den reden wir sowieso nicht. So, next. Das Ding bei Filinara ist, ich hab noch gesagt, ich hoffe, der hat keinen Ruckzuck-Keep. Ich hätte selber Ruckzuck-Keep. Du hast meine kleine Schwester getötet, schäm dich. Es tut mir leid. Mörder. Der hätte so cool sein können. Ja. Wäre aber wahrscheinlich, seitdem wir Mega-Altari haben, nicht mehr mitgekommen. Nein, wahrscheinlich. Ja. Nee, wäre auch nicht. Den brauchen wir auch nicht ansprechen. Ja, ne? Gott, eins. Können wir bitte nochmal das Moveset bitte angucken? Ja, können wir das Moveset angucken? Das habe ich mich auch entschieden, hat ihn dann zu sacken, weil ich gemerkt habe, hey, scheiße, unser Team verliert. Also, der hat halt immer noch Rock Smash und Cut. Also. Weiß sich irgendjemand hat dem Rock Smash beigebracht, weiß auch nicht, wer das war. Ich hab bloß Cut beigebracht. Und Cut ist actually ganz okay auf dem. Cut ist okay fürs Early, weil es hat 60 Base Power. Aber Rock Smash? Das haben wir nicht mehr gebraucht, ehrlich gesagt. Als Schalke rein war das Moveset allgemein okay. Aber. Ja, schwierig. Nachher. Ding war, seit ihr überhaupt geteilt ist, ich hab gespürt, wir haben nichts gegen Käfer Stahlmons. Die nehmen alles auf, was wir damals im Team hatten. Das ist halt so der Fall, wenn man keine Feuer-Pokémon hat. Auge auf Starterwahl. Aber ich meine, was hatten wir da im Team? Warte, wir hatten Lunastein, wir hatten Florges, wir hatten den, wir hatten da noch einen Wabu, glaube ich. Weil ich weiß nicht, ob wir da. Doch, wir hatten da noch einen Wabu. Und ich glaube, da noch zwei andere, die auch nichts dagegen machen konnten. Oder vorher war noch ein Fermicula, also es war richtig klasse. Und dann auch Hexaplage Range und ja. Die Match damals nicht Knogge mitgenommen. So, aber komm mal nächsten. Den muss ich denken, weil sonst irgendwas anderes gestorben wäre. Jan, Sensei! Die Mädchen war sacken müssen. For real. Oder was? Mega Stolos, das genau gleiche Ding. Mega Stolos hätte auch irgendwas von unserem Team umgeballert in dem Moment. Weil wir nichts gegen Stahl-Pokémon hatten. Ja, wir hatten zwar den Kronleuchter. Ja, wir hatten den Kronleuchter. Aber wenn der auf den EQ reingekommen wäre, wäre der einfach geteilt. Schwierig. Aber das könnt ihr euch wieder auch so. Mein toxischer Freund. Also, zudem muss ich sagen, was ein Loser, dass er keine Kampfattacke lernt. Keine gescheite. Der kann doch mal ab Max mal Weiß ich jetzt nicht. Weißt du, das Ding ist halt Vergeltung. Ich drück Vergeltung gegen Tauros. Klar, sein Headbutt kommt in der zweiten Runde. Aber ich hätte ihn auch speedet mit einer anderen Kampfattacke. Nein! Naja. Du hättest doch einfach Matchbomb bedrücken können. Tauros hat 110 Base in. Ah, scheiß drauf! Ist egal, passiert ich eigentlich. Ignoriere mal kurz, dass wir ein komplettes Tangulos hatten. Ja. Also, ich hab wenigstens nicht die meisten Tod, ich hab einen Tod, passt. Alter, komm so schnell wieder ab. Ja, Flo, jetzt gehen wir weiter. Es tut mir leid, Benjamin, du wirst mich hassen, aber es ist halt so, Gott, ich wollte halt dieses scheiß Regigigas noch burnen. Ja, aber kannst du nichts dafür, wenn der kein Slowstart hat. Aber der hatte keinen Slowstart, das hab ich halt auch nicht drauf geachtet, ich war eh müde. Ja, und davor hat sich Krug selber gecrunched, wo ich noch übel getiltet war. Also, kann man da kein Auge machen. Ja, und der ist halt vorher gestorben, wie dummes Sau. Weil der sich selber gecrittet hat mit Crunch. Dann Toxic von Gengar gefressen hat in der gleichen Runde. Und dann Gengar auf einmal schneller war und sich dachte, haha, der ist Linglim in dein Gesicht. Und der Crit hat gemeldet, dass ich mich selbst gecrittet habe. So ein Ding. Nämlich eigentlich ist der nicht tot. Mich hat der gerettet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben weniger Tode, als ich erst gedacht hatte am Anfang des Projekts. Wir haben 11. Wir haben 10. Gar nicht 10. Ich
bin ehrlich, ab dem Moment, wo wir Tangelos und Megaltari hatten, habe ich eigentlich nicht gedacht, dass nochmal viel sterben wird, aber es ist trotzdem, nee. trotzdem noch vier Monster draufgegangen. Das ist halt echt krass. Also Flobi 6, ich 3, Noctis 1. Ja. Und ja, dann beide 0. Gute Bilanz. Naja, also eigentlich. Wo ich mich bei Fuchse frag, wie. Weil ja, er hatte gefühlt jeder Arena. Ey, du musst auch sagen, du hast die Arenen gesehen, oder? Oder hast du was anderes gesehen als ich? Die waren halt alle nicht schwierig, meiner Meinung nach. Also ich glaube, ich hatte mit Abstand die schwierigste Arena. Ja. Ich meine, Fuchs hat das auch gut gespielt, kein Auge, aber die meisten waren schon echt Loser. Von den Arenen. Ja, aber diese im letzten Part, die Endkämpfe da gegen diese Apfelbotze oder was das war, die waren schon. Die haben sich einfach nur mit Group drin gesehen und Earthquake Run. Also, was ich sagen muss, ich hatte ja nur eine Arena, die Flugarena, hätte ich da die ganze Zeit Hex gekriegt mit Verwirrung, wäre die schwer geworden, aber das war nicht so ein Problem. Da unser Team auch noch gegen Scheiße wie ihn aufgestellt gegen Flug. Junge, Flobi hat mich ja auch da getrollt. Ich Schnurr. Hätte es gerne gesehen, wie du das mit Flip alleine machst. Nee, hätte ich nicht gesehen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch auf die erste Box, oder? Oh, schade, doch nicht. Schade, doch nicht. Was? Doch keine Box. Da gucken wir nicht, was wir noch auf der Box hätten. Ich wollte es beenden. Nein. Nee, gibt's nicht. Nein. Wir müssen auf die Zeit achten. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir labern jetzt muss gerade du sagen. Wir labern noch über die Mons. Also, mein... Über alles. Boronimotz, der Geile. Der war scheiße, der hat nichts gemacht. Der auch nicht. Warte, wir machen noch kurz zurück. Können wir kurz drüber reden, dass da steht, Granate 1B. Ja, steht da. Granate 1B. Die Granate steht da. Das liest sich bloß falsch. Ganz, ganz schwierig. Ich hab's aber auch so gesehen. Ja, Granate 1B. Können wir drüber reden, wie der guckt? Ich hab ihn gesehen. Er kann seine Stirn nicht sehen. Er kann sie wirklich nicht sehen. Oh nein. Der war cool, der hat ständig gegrittet. Er war am Anfang da. Schade, dass der nicht mitgekommen ist irgendwann. Warum hat der schon den Blastoise nicht? Einfach am Anfang drei Feenmons haben. Mit Dien, Florges und Dings. Ja. Und Linara. Weil ich den so geschenkt bekommen habe. Den Cannonboy. Ja, Jason war geil, ich hab keine Ahnung, warum ihr den rausgepackt habt. Weil er einen schwierigen Spitznamen hat. Hallo? Pinky, Sparky, Glubschi. Glubschi? Wer hieß Glubschi? Kümmer du dich erstmal, dass du weniger Monster sterben lässt. Ja, wer hieß Glubschi? Das geht ja gleich, nee, das ist immer Krieger. Ja, und dann kommt dann so ein Spitzname, und dann ist es schwer, Tobi. Ja, hä? Also meine sind doch originell. Baitfisch. Bei Lampi war ich tatsächlich sehr, sehr lange überlegen, ob ich den mit dem Top-Tier mitnehme. Ja, das ist geil, weil ich kein gescheites Wasser-Pokémon gefunden habe. Problem ist, der hat ja Erleuchtung, oder? Ja, der hat Erleuchtung. Ja. Hat der mal was gemacht? Kam mal mit, aber... Ich hab ja einfach so gern gelevelt, weil unser Team schon so hochgelevelt war. Ja, das war einfach nur ein Satz. Ja, bei Endlos war das Problem, dass sich ein gewisser Herr zu früh entwickelt hat. Ja, weil wir doch einfach in die DM-Box schauen können. Ja, wir hatten nur Fairy Winds! Seeanemone. Kenne ich auch noch nicht. Ja, ohne. Hallo, mein Name. Der hat Armin. Wir hören mal drüber reden, warum der Armin heißt. Ich verstand, warum Armin. Junge, ist der irgendwie aus Attack on Titan entsprungen oder was? Ja, ich glaube auch. Ich habe ihn ja benannt und ich kenne Attack on Titan nicht mal. Ich habe ja gedacht, deswegen. Ich habe mir gedacht, das ist eine Ameise. Da passt Armin. Oh, schwierig. Dem traue ich nach. Der Milchkaku. Ja, ich sag. Boah, Nickel! Ey, Fuchse, auf der Route, beim Ort, wo du. Oh, den hätte ich gern benutzt. Da hättest du Maxax kriegen können. Haben wir bis heute mal einen Blattstein gefunden? Auf welcher Route? Wir haben sogar einen im Beutel. Toll. Also, als ich glaube, wir haben keinen für Shards eingetauscht mittlerweile. Ah, toll. Das Ding ist halt, das Restadero ist gar kein Leck-Mack auf der Route. Warum heißt es Jane Cena? Wenn's weiblich ist. Ja. Scheiße. Hat er nicht auch eine Scheißfähigkeit gehabt? Ducado wäre wahrscheinlich mit in die Liga gekommen, wenn ich nicht von dem Ei Sammy bekommen hätte. Ja. Ich dachte mir eigentlich, dass du den mitnimmst, aber. Ja, gut. Mhm. Flamly kann man schon eher verstehen. Der war auch cool. Oh, Schnuffi war so ein Hardcarry am Anfang. Ja. Echt? Ich fand ihn so trash. Nee, der war cool. Du bist ja auch ein Fletiamo-Hater. Ja, ich hasse Fletiamo auch, aber der war halt cool. Der war so geil. Ich hab ihn gar nicht. Schnuffi, mein Early Game war nur Sparky. Ja.
Hat er jetzt mal bei mir endlich mal Toilette gelernt beim viertletzten Part. Nee, echt? Viertletzten Part. Ja, er hat endlich Toilette erlernt auf Level 50. Ich hab mich schon gewundert, warum der die Scheiße nicht erlernt. So spät. Da hat mir doch mal Adaptility. Warum hat er jetzt Download? Ja, nee, der hat schon immer Download gehabt. Er hat immer Download gehabt. Echt? Ja. Hab ich mich verlesen. Ich kann es nicht beurteilen, ich hatte den nicht einmal im Team. Hey, weil ich ihn immer rausgepackt hat. Der war auch immer drin. Tim Thaler. Der war auch immer drin. So diese hässliche Glocke da. Ja, weg damit. Musste ich den rauspacken. Junge, ich fand ihn so geil, Alter. Ja. Scheiß viel. Ja, der Wingman. Der gute Wingman. Pilzkopf. Da war noch Shiny. Dieses Shiny-Rad bei uns, ne? Schwierig. Und es ist halt trotzdem 1 zu 8000 schieß mich tut, ne? Ja. Ja, 1 zu 8192, glaube ich. Ja. Warum heißt der Knuddelmove? Weil das Harry Potter kommt, der Knuddelmove. Also, ja, das sind halt die ganzen extra Encounter gewesen, ne? Ja. Schieß, Leon. Schwierig. Kanga, Mama. Es gibt keinen Megastein für den. Das ist so kacke. Ich dachte erstmal, das ist eine Kombination Nome und Lostus. Können wir irgendwie noch sagen, Honorable Mentions an Sherox? Nein. Wenn dann an Hornso, ja, aber nicht an Sherox. Luftis heißt der auf Englisch, ja. Alter. Alter, Luft-Erzblatt. Der wäre auch. Warum heißt der eigentlich Ninja Kraut? Genau, kannst du das bitte nochmal erklären, Noctus? Okay, also, ich wollte eigentlich Ninja Kröte schreiben, gibt aber kein Ö, und dann wird der Platz nicht reichen. Da wollte ich Ninja Turtle machen, hat ja auch nicht gereicht. Und dann so Ninja, und dann ich so. Kraut. Kraut. Ich weiß nicht. Kraut. Er muss dann Sportzigaretten denken. Wahrscheinlich. Ja. Der war auch cool. So der Coil war richtig geil. Der war also, nicht ein, wo wir den nicht EQ gelernt haben. Ja, aber also, ich muss sagen, die dumme Sau hat immer seine scheiß Bodenattacke gemisst. Ja, ja, bei mir hat er nur gehittet. Bei mir hat er nur gehittet. Bei mir auch. Ist halt mein Mon. Ich hatte den Part, da hab ich den Move, glaube ich, 6-mal eingesetzt und 4-mal oder 5-mal gemisst. Ja, fühl ich. Bei mir hat er nie gemisst. Nee, bei mir hat er nie gemisst. Ja, nicht behandelt. Ja, ich glaube auch. Doch. What? Hast du den schon so gefangen oder hast du den entwickelt? Den hab ich so gefangen. Wild. Das Traurige ist, an dem Punkt, wo man den bekommen hätte, hätte man auch Edelsaat bekommen und ich hätte dich safe mit dem Iniger genommen. Ja, sag ich auch. Scheiß mal auf Zapplerang. Was für eine Fähigkeit hat der? Der. Nee, der Muschas. Ah, wegen Skilling oder wie hier? Mhm. Shell Armor. Ja, ja, Schmutz, ja, dann weg damit. Alter, Idee Faust, einmal eh. Überall eh, aber Hauptsache Spezialtechnik. Go Log. Von wem ist der Banger Spitzname? Warte, warum hat er keinen Spitznamen? Doch, Golem. Ah, wie krass. Ja, den hab ich. Der gute vor allem Sklave. Ja, im Gegensatz zu Scheiter. Ah, der ist auch cool. Ändere ich. Kogyadon? Serving Kognodon, oh nein! Oh doch. Und ich beschwere mich über Noctus Spitznamen. Schmuck, was ist mit dir? Komm, das ist der Einzige, der wirklich cringe ist. Kognodon, Alter. Der reicht schon, ehrlich gesagt. Scheiße. Ist ja auch nicht den irgendwie aber auch gut. Proton. Proton ist ein cooler Name. Feier ich. Und Tadel. Und warum Tadel mit drei Namen? Ich hab jetzt wieder Tadel 111 gelesen. Nein. Jetzt sind wir die Kombination aus Buchstaben. Ah, okay. Glubschi. Der gute Spitzname läuft nicht falsch. Weiß ich nicht. Oh, auch nicht schlecht. Ja, Sieger der Herzen. Ja, ja, das ist schon Ehrenmann mit Fliegen und so. Gefühlt immer, Mon ist gestorben, alles klar, wir packen Daniel wieder rein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das nächste Mon Rollmops, das der mich mitbekommen ist, ist schon ein bisschen sad, aber... Der war tatsächlich auch cool. So trash! Das war wirklich gut. Ich muss sagen, der war halt immer dabei. War Taucher. Ja, aber der war irgendwie immer jetzt am Ende dabei und hat irgendwie immer irgendwas gemacht. Auch wenn er nicht den krassen Damage verteilt hat, ob der was eingesteckt hat oder ein bisschen was ausgeteilt hat. Ich war sauer, dass er war der immer da, der hätte immer sterben können, so. Ich fand's immer, dass er über Jellycent hattet. Nee, Jellycent ist... Jellycent kann nicht tauchen, das war's. Jellycent war das Problem, wenn wir das Skelabra dabei hatten. Ja, gut. Zwei Geistmons. Der wäre auch cool gewesen. Der wäre dran. Ich hätte den wahrscheinlich einfach über Altaria mitnehmen müssen, dann hätten wir auch ein bisschen mehr gestruggelt. Ja, und dann Wurzog mitgenommen. Können wir darüber reden?
Können wir darüber reden, dass der nicht mitgekommen ist? Kann der Mega? Der Level Cap. Hat er sein Mega Move? Er ist auf Level Cap. Schade. Ja, wenn, dann braucht man eh den Meteoriten. Aber dadurch wurde endlich mal der. Damit wurde endlich der Meisterball benutzt. 248 Attack. Ja, gut, der hat mir so alles durchgehört ohne. Oh, dann auch wieder. Einfach DD Extreme Speed. Der wäre auch gar nicht so gewesen. Tatsächlich haben wir in dem Ort, wo man nicht, wo ich den gewonnen habe, war auch die DD TM. Scheiße. Ja, warte mal. Und der hat den Standard-Tarier hätte ich auch gefühlt. Naja. Erstmal Level Cap sagt was anderes. Erstmal ja, Pika Hex die Level runterstellen. Von dem. Gut. Ich hab irgendwann den benutzen kann. Ja. Ja, gut. Ja, zum Abschluss möchte ich sagen, es hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Erstmal eure Parts zu sehen, zu spielen teilweise, auch wenn es manchmal echt pech war. Gerade die letzten Parts, aber. Ich würde mich freuen, wenn man wieder was macht. Aber das können die Leute ja in den Kommentaren bei Fuchs entscheiden, ob die das nochmal sehen wollen. Oder ob wir das einfach nächstes Mal nochmal machen, bloß ohne Jan. Spaß! Auge darauf, Mr. Verlierer. Ja, aber es war ein schönes Projekt, konstant bestimmt und hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, ich spreche für alle, wie Flobi es auch schon gesagt hat. Ja, ich glaube, die größte Überraschung auch für ihn selber ist, dass Fuchs, glaube ich, keinen Tod hat. Ja! Ja. Am Anfang, ihr müsst mit dem Fuchs dass er glaube ich reingegangen. Jo Leute, ich habe keine Ahnung, wie das noch geht. Ja. Ich werde so viel sterben lassen. Und dann geht der Typ hier deftless durch. Ja. Weißt du, der Typ, der erstmal eine Viertelstunde in die falsche Richtung läuft, geht flawless da durch einfach. Ja, aber schön. Also, ich muss auch sagen, ich bin ja eigentlich gar nicht der Typ für sowas, aber es hat mir echt Spaß gemacht. Also auch das Aufnehmen und so. War echt, fand ich echt cool, ja. Ja, jetzt gerade nochmal die Liga zu fünf, das war. Ja, mega. Ja, das war das Highlight. Nice. Ja, und ich glaube, damit setze ich jetzt das Schlusswort. Auch geht schon wieder 47 Minuten. Jawohl. Und ich habe gerne die Grafiken bereitzustellen. Ah, ja, genau. Danke dafür übrigens. Ja. Für das wirklich mächtige Overlay. Ja. Muss man einfach sagen. Ja, auf jeden Fall. Und in dem Sinne, ich überlasse euch die Verabschiedung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ciao. Bis denn, Antenne. Oh, ja, genau. Das, was Jan sagt. Das ist nicht ganz so cringe, bitte. Tschüss. Boah, meine lieben Pokémon-Freunde.